Heute schauen wir für neue Flugzeuge mal in Richtung Schweiz. Denn dort wird es in naher Zukunft ein paar neue Maschinen geben. Nicht nur erwartet die Fluggesellschaft des Landes Swiss laut aktuellem Planungsstand im Frühjahr 2020 ihren ersten Airbus A320 Neo, sondern auch die zu einem Großteil für Swiss fliegende Fluggesellschaft Helvetic Airways bekommt bald, oder andersrum, tauscht ihre gesamte Flotte durch mit neuen Embraer E2 Jets. Was das für Flugzeuge sind und was man sonst noch dazu wissen kann, das schauen wir uns heute einfach mal in einem ausführlichen Video an. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mit dem bescheidenen Plan, bald eine der jüngsten Flugzeugflotten in ganz Europa zu haben, steht bei der Lufthansa-Tochter Swiss in wenigen Monaten die Auslieferung des ersten für sie bestimmten A320 Neo an. So vor knapp einem Jahr hatte Swiss nochmal auf sich aufmerksam gemacht mit der nochmaligen Bestellung von weiteren Flugzeugen aus der A320 Neo-Familie. Dort hatte man nämlich Kaufoptionen in Festbestellungen umgewandelt. Das heißt, zu den sowieso schon seit längerer Zeit bestellten 10 A320 Neo und 5 A321 Neo kamen dann nochmal 7 weitere A320 Neo und 3 weitere A321 Neo. Insgesamt steht dort jetzt also in einem Zeitraum von 2020 bis 2024 die Auslieferung von 25 neuen Airbus-Maschinen an. Und das kann Swiss auch tatsächlich ganz gut gebrauchen, denn viele der aktuell fliegenden Swiss-Airbusse kommen noch aus dem ehemaligen Bestand der Swiss Air und sind dementsprechend mittlerweile fast 25 Jahre alt. Mit dem A320 Neo bringt Swiss dann die gesamte Europaflotte auf einen ziemlich aktuellen Stand. Denn den A220, den hat man ja schon. Und ja, viel moderner geht es eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht. Nicht unbedingt moderner, aber immerhin eine gleichwertige Alternative, bildet dann aber bald die Flotte der oft für Swiss fliegenden Helvetic Airways. Diese vergleichsweise kleine Schweizer Fluggesellschaft machte vor wenigen Monaten mit dem letzten Flug ihrer Fokker 100 auf sich aufmerksam. Helvetic Airways wurde eigentlich mal als erste Schweizer Billigfluggesellschaft gegründet und war lange Zeit nur mit diesem Flugzeugtypen ausgestattet. Die Fokker 100 ist ein aus den 80er Jahren stammendes, fast 300 Mal gebautes, zweistrahliges Regionalflugzeug, obwohl Regionalflugzeug gar nicht so richtig gut passt, denn mit Reichweiten von über 4000 Kilometern kann die Fokker 100 ihre etwas mehr als 100 Gäste, die dann da hinten drin sitzen, doch schon ziemlich weit transportieren. Also Mittelstreckenflugzeug würde auch gehen. Gesehen hat man das Flugzeug hier in Europa eigentlich ziemlich oft im vergangenen Jahrzehnt. Also Germania war beispielsweise mal mit Fokker 100 ausgestattet, ist mit den Flugzeugen dann sogar im Wetlease für Air Berlin unterwegs gewesen, auch in entsprechender Air Berlin Lackierung. Und auch KLM Cityhopper beispielsweise war mal mit einigen Fokker Jets ausgestattet, hat aber auch heute keine mehr und auch Austrian Airlines hatte mal diese Flugzeuge in der Flotte. Heute sind diese Flugzeuge, für die Swiss Air übrigens damals Erstkunde war, allerdings durch. Also es gibt deutlich effizienteres und moderneres Fluggerät, vielleicht nicht unbedingt zuverlässigeres, aber es gibt halt eben neue Flugzeuge. Und Helvetic stieg dann über die ganzen Jahre Stück für Stück immer weiter auf Embraer E-Jets um. Kurzzeitig hatte man sogar mal einen geleasten Airbus A319 im Einsatz. Aber viel wichtiger, zuvor hatte man die gesamte Fluggesellschaft einmal komplett umgekrempelt. Der damals neue und bis heute gebliebene Eigentümer Martin Ebner machte aus der als Billigfluggesellschaft gegründeten Airline eine profitable und zuverlässige Fluggesellschaft mit deutlich mehr Charme und Sympathie. Etwas, mit dem die Schweizer Kundschaft deutlich mehr anfangen kann als mit einer pink-violetten Billigfluggesellschaft. Das funktioniert eventuell an anderen Standorten, aber hier in die Schweiz passt das nicht so unbedingt. Also ist gut, dass man da mal ordentlich aufgeräumt hat. Auf jeden Fall, über die Jahre bildeten dann die Embraer E-Jets das Rückgrat der Helvetic-Flotte. Und die heute im Schnitt knapp 10,5 Jahre alten Flugzeuge kamen damals größtenteils aus dem ehemaligen Bestand der Niki. Niki hatte ja damals dann auf Airbus-Jets umgestellt und konnte mit den Embraer-Flugzeugen nicht mehr so wirklich was anfangen und da ergab sich dann diese Möglichkeit. Über die Jahre hat man dann aber noch mal ein paar weitere Maschinen hinzugefügt. Eine davon kommt aus El Salvador, eine andere aus Australien und zwei Flugzeuge waren mal bei Air Canada unterwegs.
Damit hat sich Helvetic ein ziemlich brauchbares, erfolgreiches Flugzeug in die Flotte geholt, das auch in der Lufthansa-Gruppe bestens bekannt ist und sich dort auch großer Beliebtheit erfreut. Dort in der Lufthansa-Gruppe sind 3 unterschiedliche Fluggesellschaften mit etwas mehr als 40 dieser E-Jets unterwegs. Und schon diese Flugzeugfamilie ist in ihrem Einsatzgebiet deutlich besser und flexibler und auch einfach effizienter einsetzbar als die kleinsten Modelle der A320 bzw. 737-Familie. Von Zürich und Bern aus baute die kleine Schweizer Fluggesellschaft dann ein ziemlich interessantes eigenes Streckennetz auf, mit Zielen in Frankreich, Spanien, Italien, Norwegen, Finnland oder auch in Deutschland. Dazu kommt Charterbetrieb und vor allem Wet Lease, denn mit Swiss hat Helvetic Airways einen ziemlich guten, interessanten und auch langfristigen Partner gefunden. Und Swiss hat erst einmal mit Helvetic Airways eine ziemlich angenehme, flexible, kurzfristige Möglichkeit gefunden, um ihre alternde Jumbolino-Flotte, ihre alternde Flotte von Afrojets zu entlasten, beziehungsweise auch die Flugzeuge Stück für Stück auf rausgesuchten Strecken zu ersetzen. Die Partnerschaft startete mit anfangs 3 für Swiss eingesetzten Fokker 100 Flugzeugen, wurde dann immer und immer weiter vergrößert und heute sind fast alle der 11 Embraer E-Jets, die aktuell bei Helvetic in der Flotte sind, für Swiss unterwegs. Und jetzt kommen wir zu den neuen Flugzeugen. Während Helvetic Airways ihre letzten 5 Fokker 100 nach Australien verkauft hat, was ich ganz interessant fand, an den weltweit größten Fokker 100 Betreiber, und zwar die australische Fluggesellschaft Lions Airlines, werden in Brasilien mittlerweile die ersten Embraer E2 Jets für Helvetic fertiggestellt. Auf der Farnborough Airshow im Jahr 2018 hatte man 12 Maschinen dieser verbesserten Flugzeugfamilie fest bestellt, mit 12 weiteren Optionen auf das Flugzeug und einer Wechseloption auf die größere ERJ 195 in ihrer verbesserten Variante. 2019 soll die Fluggesellschaft eigentlich noch 6 Flugzeuge aus dieser Flugzeugfamilie erhalten. Ob das wirklich klappt, bleibt abzuwarten, aber spannend wird das auf jeden Fall. Denn damit hat man ja jetzt bald hier in der Nähe die modernen Flugzeuge aus der C-Series-Familie und man hat die Embraer E2 Jets. Also das modernste, was es eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt in diesem Kapazitätsbereich gibt. Und von den E2 Jets gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch gerade mal 10 ausgelieferte Flugzeuge. Und das Beste, beziehungsweise je nachdem wie man sieht, das Interessanteste, mit den neuen Flugzeugen fliegen bei Helvetic Airways alle alten Maschinen raus. Das heißt, man tauscht einmal die komplette Flugzeugflotte durch. Und das ist ziemlich interessant, denn wie gesagt, sind die Maschinen ja gerade mal knapp über 10 Jahre alt. Tja, die werden sicherlich alle einen neuen Betreiber finden, ohne Frage. Beziehungsweise 3 der 11 Flugzeuge haben das sogar schon getan und werden zum aktuellen Zeitpunkt für die rumänische Carpat Air vorbereitet. Und jetzt kommen eben die neuen E-Jets zu Helvetic Airways. Ganz offiziell wurde gestern die erste Maschine an die kleine Schweizer Fluggesellschaft übergeben. Und darauf können sich die Kunden jetzt natürlich freuen, allen voran der größte Kunde von Helvetic Airways, und zwar Swiss. Die Zusammenarbeit der beiden Fluggesellschaften wurde nämlich bereits in den letzten Monaten ausgeweitet und wird auch jetzt in Zukunft immer und immer weiter ausgeweitet, sodass höchstwahrscheinlich die ersten 8 der für Helvetic Airways bestimmten Embraer E2 Jets ausschließlich für Swiss an den Start gehen werden. Und das passt auch ganz gut zum aktuellen Flugplan der Helvetic Airways. Zumindest laut ihrer Internetseite bieten die nämlich gerade von Zürich aus nur ein einziges Ziel, und zwar eins in Finnland an. Alles andere fliegt zum aktuellen Zeitpunkt für Swiss. Über einen kleinen Umweg kommt ihr als Swiss-Kunden also bald an die modernsten, effizientesten und wahrscheinlich auch besten Regional- bzw. Kurzstreckenflugzeuge, die es gerade auf der Welt so gibt. Und das ist doch eigentlich schon mal eine ziemlich interessante und spannende Sache. Helvetic Airways erwartet von den neuen E2 Jets im Vergleich zu den Embraer E-Jets aus der ersten Generation, die man zum aktuellen Zeitpunkt hat, einen um etwa 17% geringeren Treibstoffverbrauch. Dazu sind die Flugzeuge auch nur noch halb so laut wie ihre Vorgänger und man erwartet pro Maschine pro Jahr etwa 3600 Tonnen weniger CO2, die man in die Umwelt drückt. Aber das ist ehrlich gesagt eine ziemlich schwer greifbare Zahl. Klingt aber natürlich alles ganz fantastisch, aber mal Zahlen beiseite, da wird einfach bald ein schönes Flugzeug stehen. Ob man jetzt wirklich die Sitze in diesem Grauton bestellen musste, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber der rote Teppich auf dem Fußboden, der hat schon was. Und auch die 2-2-Bestuhlung kann ja durchaus mal was richtig Angenehmes sein. In diesem Flugzeug gibt es ganz einfach keinen Mittelsitz und es liegt quasi schon nahe, dass die Embraer E2 Jets der Helvetic Airways schon bald bei Geschäftsreisenden in der Schweiz und der nahen Umgebung hoch beliebt sein werden.
Eine Frage bleibt dann aber noch offen, und zwar, wie sieht es denn bei diesen Flugzeugen mit der Zuverlässigkeit aus? Denn die Embraer E2 Jets, von denen ein Exemplar laut Liste übrigens knapp über 50 Millionen US-Dollar kostet, ist ausgestattet mit Pratt & Whitney PW1900G-Triebwerken. Und das ist ein Name, der uns wieder überraschend bekannt vorkommt, denn es handelt sich mal wieder um eine abgewandelte Version des A320neo bzw. A220-Triebwerkes von Pratt & Whitney. Und das sind ja bekanntermaßen zum aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt die zuverlässigsten Triebwerke. Gerade letztens hat das Triebwerk dafür gesorgt, dass Swiss mal eben die komplette A220-Flotte am Boden lassen musste für gut 48 Stunden und alle Flugzeuge aufwendig durchchecken musste. Und wenn man den aktuellen Meldungen trauen kann, dann haben die Behörden jetzt wohl auch eine Anweisung für Flugzeuge vom Typ A220 rausgegeben, die besagt, dass man ab einer gewissen Flughöhe nicht mehr als 94% Triebwerksleistung abrufen darf. Klingt ein bisschen nach einem schlampig gechippten Auto, das zwar 400 PS hat, aber wenn du jetzt zweimal Vollgas gibst, dann ist halt kaputt. Aber hat 400 PS. Heißt jetzt zwar nicht unbedingt, dass Helvetic Airways auf jeden Fall Triebwerksprobleme mit den Embraer E2 Jets zu erwarten hat, aber dass bei diesen Triebwerken noch Raum für Optimierung ist, das ist, glaube ich, klar. Da muss man wahrscheinlich einfach noch etwas Softwarearbeit leisten. Und daher ist es eben fraglich, ob die neuen E2 Jets bei Helvetic Airways die gleichen Zuverlässigkeitswerte erreichen können, die die Fokker 100 Jets da gerade erst hinterlassen haben. Gut, aber das nur mal so am Rande. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.